Entschuldigt, es ist geplant, geweihten Boden gegen die Feinde einzusetzen? Wenn sie untot sind, sollte Borons geweihter Boden ihnen schweren Schaden zusetzen. Nun, selbstverständlich wird es in jedem größeren Dorf einen Boronanger geben. Wenn die Geweihten dort gut verfahren haben, dann hoffen wir einfach, dass die Toten vor Rassasors kaltem Griff sicher sind. Nein, ihr missversteht mich. Auf dem Schlachtfeld. Wenn ihr zum Beispiel die Karte hier ansieht, die Brücke ist ein ganz klarer Schwachpunkt. Wenn wir dort den Boden weihen, müssten sie alle durchs Wasser warten. Das würde sie verlangsamen. Selbstverständlich, wir werden uns das gesamte Schlachtfeld ansehen. Wir werden Vorbereitungen treffen. Ich habe auch vor, dass wir... Das ist keine schlechte Idee, taktisch die geweihte Erde zu verteilen, dass die Feinde in bestimmte Zonen geführt, geleitet werden fast schon. Ich werde selbst als Herrmeister, als Reichserzmarschall vor Ort die Truppen kommandieren. Ich vermute auch, dass ich auch dort auf eure Hilfe hoffen darf. Zumindest werden wir selbstverständlich die taktischen Umgebungen von den vom Mythraelsfeld benutzen, die Brücke sprengen und weiteres. Vielleicht nicht unbedingt die Brücke sprengen, sie könnte eine wunderbare Engstelle sein, wo wir dem Feind viel Schaden zufügen können. Man könnte auch den Fluss stauen, könnte ihre Truppen zumindest teilweise abschneiden. Den Fluss gestaut und rechtzeitig befreit, könnte es einen Großteil ihres Heeres wegschwemmen. Wir werden noch einmal im Stillen darüber philosophieren, ich gemeinsam mit meinen Marschällen. Und ihr dürft euch gerne später noch einmal einbringen. Wir werden sicherlich in Verheim noch genug Zeit dazu haben. Ich wollte euch nur darüber informieren, dass wir euch planen zu benutzen für die Evakuierung, wenn ihr gewillt seid, diese heldenhafte Aufgabe zu vollbringen. Selbstverständlich. Doch sagt, wie sieht es in Aranien aus? Gibt es von dort Kunde? Ihr erwähntet die Miona. Plant sie auch weiterhin, unsere Feinde zu unterstützen? Einzugreifen fast schon? Ich glaube, dass die Miona mit dem Verlust ihrer Reiterei, ihrer Kavallerie, erst einmal ihre eigenen Wunden lecken muss. Dass Rassasor sie verraten hat, ich glaube, das wiegt schon schwer. Sie muss ihre neuen Pferde zusammenziehen. Schauen wir, was dort passiert. Was Akoshar beisteuern kann. Vielleicht ist dies wahrlich eine Gelegenheit auch, um Boron zu attackieren, zu befreien. Darüber werden wir nachdenken. Mein Fokus liegt allerdings erst einmal auf Schwarz und Weiß Tobrien. Könnt ihr uns einige Späher zur Verfügung stellen, die sich in der Gegend auskennen an der Reichsstraße? Das können wir sicherlich tun. Vielleicht sollten wir auch in Erwägung ziehen, den Feind auszukundschaften, die Größe des Heeres zu bestimmen, seine Truppenteile. Dafür müssen wir es durch die Treupforte schaffen, das ist nicht wirklich möglich. Nun ja, sie wollten ja die Reichsstraße herunterziehen. Es ist durchaus möglich, den Feind dabei zu beobachten. Ich habe mir gesagt, wie er vorrückt, ihn dann wieder zu umlaufen und nach Verheim zurückzukehren. Dies war mein Ansinnen. Ihr seid als Drachentöter erfahren genug, um so etwas selbst zu wissen. Der Fokus liegt auf der Evakuierung und all das, was ihr dann als sekundäre Ziele einholen könnt, sei euch überlassen. Jede Information, die ihr einholt, ist sinnvoll, wichtig, wird genutzt. Die Flüsse müssen im Auge behalten werden. Vielleicht werden sich die Herrscher über Maraskan einmischen. Eine Dämonenarche, die hier auftaucht, in Stunde der Schlacht wäre fatal. Dämonenarchen können nicht so weit ins Inland vorrücken. Nicht ohne Unwasser. Nun, ich bin lieber vorsichtig, anstatt anzunehmen, was unsere Feinde können und nicht. Nun dann. Denn ein Angriff auf Perikum wäre nicht abwegig. Wir werden sehen, dass die Evakuierung so vollständig wie möglich durchgeführt wird. Ausgezeichnet. Hm.
Leomar selber hat wohl nichts mehr vorzubringen, schaut in die Runde, bis sich dann Rondrasil, Löwenbrand von Aribor, äußert. Hattet ihn ja in Kleinwattstein schon einmal kennengelernt, zumindest kurz. Sagt, was haltet ihr von der Reichsverräterin Luthisanna von Perikum? Leomar sagt, er will sie in unsere Reihen aufnehmen. Er will sie mitkämpfen lassen als Führerin. Ich sage, das ist Schwachsinn. Sie hat sich in einem kritischen Moment dafür entschieden, dem Reich zu dienen und uns die wichtigen Informationen zukommen lassen, die wir durch sie gewinnen konnten. Aber sie hat sich ebenso, das letzte Mal, als die Zeiten hart wurden, auf ihre Seite geschlagen. Ich denke, es ist höchst unweise, sie noch einmal denselben Fehler machen zu lassen. Jeder hat seine Gelegenheit zur Buße verdient. Aber ihre ist noch nicht gekommen. Hörst du, Leomar? Schwachsinn, sagt der Bandstrahler auch. Ob es in dieser Schlacht ankommen wird, ist, dass alle Beteiligten und fest im Glauben und reinem Herzen sind. Denn nur so kann man den Heptarchen und ihren Ungetümen die Stirn bieten. Und ohne das können wir genauso gut einpacken, uns hinter der Mauer verkriechen und darauf warten, dass Rassas uns holen kommt. Was wird die Stadt des Lichts unternehmen, um den Dämonenhorden zu begegnen? Nun, Burg Auralet ist nur wenige Wegstunden von Wirheim entfernt. Ich nehme daran, dass der Bandstrahl in Vollstärke dort sein wird. Ich habe zumindest darum gebeten. Ich habe gesagt, sie sollen dort auflaufen, äußert sich Ehemar nie Benerin. Wenn ich befehle, dann werden sie kommen. Und ja, Burg Auralet liegt einige Stunden von Wehrheim entfernt. Sie trauern aktuell um ihren Greifen, Oberan, aber wenn die Agenten des Reiches in den Schwarzen Sichel erfolgreich sind, dann werden wir es auch ohne ihn Greifen schaffen. Oder mit ihm. Ich bin zumindest sehr gewillt, dass wir dort nicht versagen. Dass wir ein starkes Mittelreich demonstrieren. Gemeinsam mit dem Horasreich. Gemeinsam mit dem Alanfanischen Reich. So sehr Leomar selber dies nicht für möglich hält, aber vereinigt können wir siegen. Und werden es schaffen. Ich zweifle nicht daran. Wir werden nicht nur Rassasor, sondern auch Galotta zurück in die Dederhallen schicken. Schwierige Zeiten erfordern schwierige Verbündete. Nur gemeinsam können wir siegen. Da habt ihr recht. Ebenso werde ich ein Bündnis mit den Zwergen aushandeln. Der Hochkönig der Zwerge ist nicht umsonst hier. Wann sollen wir beginnen? Sofort? Nach Abschluss des Turniers natürlich. Dieses Turnier ist doch nur eine Farce. Und diese Farce wird zerbersten, sobald wir anfangen, noch währenddessen die Leute entlang der Reichsstraße zu evakuieren. Erst einmal brauchen wir Zeit, um unsere Truppen zu sammeln, wie der Marschall dies so treffend dargestellt hat. Die letzten Truppenteile aus allen Teilen des Reiches, wie gesagt, auch die Torwaler werden eintreffen, werden sich nach und nach in Gareth sammeln und dann setzen wir gemeinsam über. Wir müssen so lange noch die Teile hier in Gareth behalten. Von hier aus kommt man sehr schnell über die Reichsstraße in Richtung Norden. Ein so großes Heer, wie Galotta und Rassasor dort versammelt haben, lässt sich nicht so schnell bewegen. Auch das ist ein großer Nachteil für sie. Unsere Speer, vielleicht auch ihr, werdet schneller sein. Wir werden davon erfahren, wenn sie losziehen, wenn sich die Pforte öffnet. Wie sehen die Pläne aus, wenn die Feinde nicht das tun, was wir wollen, wenn sie, statt nach Wehrheim zu reisen, beispielsweise am Ochsenwasser entlang gen Romilly laufen? Es ist unmöglich, ein Heer in irgendeiner Art von Zeit über den Dergel zu bewegen. Wie gesagt, wir müssen mit allem rechnen. Vor allem die Dämonen machen die Koordination verdammt schwer. Wir werden zusätzlich auf dem Magierkonvent mit Chelef ibn Yassafar und anderen Magiern reden.
Sie deutet dabei auch in Richtung von Melvin Störrebrand und auch von Rakala von Horsenraden Rabenmund. Unsere Bemühungen haben natürlich auch die Tulamiden erreicht, die Elementaristen. Wir werden unser Feuer benutzen, um deren Feuer zu vernichten. Feuer mit Feuer bekämpfen. Nun denn, wenn die Götter uns gewogen sind, werden wir alle Erfolg haben. Ich warte dann auf das Signal der Königin, entlassen zu sein. Ja, die nickt euch dann zu. Wenn ihr keine weiteren Fragen mehr hättet, wie gesagt, offene Gesprächsrunde, dürftet ihr gehen. Ich würde mich nochmal tiefer beugen, als probiert, als Probe zur Entschuldigung, dieses Etikette-Eklas, aber nun gut. Und würde mich dann schleunigst zurückziehen. Aus der Reichweite von Ocean Panther-Handschuhen. Sobald wir draußen sind, haue ich ihm erstmal auf den Hinterkopf. Direkt auf die Platzwunde. Nicht du auch noch? Gerade ich. Wollt ihr mich denn bis in alle Ewigkeiten blamieren? Ja, während Rafim gerade rausgehen will, kannst du sehen, Rafim, wie wohl Leoma vom Berg auf dich zutritt und dir grob an deinem Arm zieht. Hört mir zu, Rafim. Ich kenne deine Geschichte. Und es wäre gut oder besser gewesen, wenn du damals in der dritten Dämonenschlacht gestorben wärst. Ich kann gerne auf deine Landfahne verzichten. Lasst mich euch dies einmal sagen. Meine Alanfahne, wie sie so treffend beschreibt, sind die Alanfahne von Amir Honak, seiner Heiligkeit und Anführer der Boron-Kirche. Wenn ihr sie schickt, werden sie kommen, ob euch dies gefällt oder nicht. Mein Onkel war schon immer sehr theatralisch. Und wir werden siegen, denn Alanfahne fliehen nicht. Alanfahne rücken vor. Basaltfaust. Spuckt er das einmal aus, als wäre es eine Beleidigung, und dreht sich um. Er ist wohl ziemlich wütend, aber er verlässt dann ebenso die Szenerie. Wird sich da also nicht weiter mit der Reichsregentin aufhalten. Ludolf von Wertling wird wohl zu ihr hingehen, auch der Rondrasil Löwenbrand, der Erzprätor, während Rondrigan Paligan euch langsam hinterher schlendert. Während ihr dann draußen euch unterhalten könnt, aus der Reichweite der anderen. Eure Exzellenz. Scheint euch in euer neues Amt sehr gut eingelebt zu haben. Man tut, was man kann. Es ist natürlich eine Aufgabe, die mir sehr traurig, außer traurigem Anlass, gegeben worden ist. Was hört man denn? Was hört man denn von eurem Vorgänger? Nichts mehr? Der Kontakt ist abgebrochen. Verfluchte. Wir gehen davon aus, dass er gefallen ist. Manchmal müssen für das Reich Dinge erledigt werden, bei denen weder Mittel noch Ausführungen die Billigung der Kaiserin findet. Ich werde euer Gesprächspartner sein, der neue Gesprächspartner für solche Aufgaben. Was ist mit Angenbruch? Drego von Angenbruch selbst hat sich diplomatisch, wie er ist, um das Amt bemüht und ist wohl noch zu unerfahren. Können wir eine kleine Liste aufstellen, welche Städte wir und Dörfer wir leer räumen müssen? Selbstverständlich, ich werde euch eine ausreichend gute Karte zur Verfügung stellen mit den Orten, die ihr besuchen dürft. Bezüglich Angenbruch, er mag ein erfahrener Kämpfer sein, aber in solchen Zeiten brauchen wir keine Leute der Panthergarde oder Bannstrahler, sondern in dieser Position ein Freund des Gelehrtentums, einen kompetenten Diplomaten oder einen Berater. Nemrod war auch Bahnstrahler. Deswegen sagte ich das. Eine solche Position muss nicht neu besetzt werden. Wir brauchen keinen Kämpfer. Wir brauchen einen Berater und einen Diplomaten. Jemanden, der zuhören kann, seine Schlüsse zieht und dann an der richtigen Stelle
das richtige Wort flüstert. Marder und Schlange haben genug an dem Reich gefressen. Jetzt schlägt die Stunde das Greifen. Immerhin eine Sache, bei der wir uns einig sind. Und dann, wir werden Papiere brauchen. Die werdet ihr bekommen. Ich werde sie euch ausstellen lassen. Brief, Siegel, Inquisition, all das, was ihr braucht. Ich werde euch ausstatten. Überlegt euch, was ihr braucht. Es wird beschafft. Aber jetzt versucht, auch in der Stunde der Not. Wir wussten sowieso, dass die Kämpfe kommen, nur nicht wann. Versucht in der Stunde der Not erst einmal dieses Turnier zu genießen. Wir können es sowieso nicht verhindern. Wenn wir euch kurzfristig erreichen müssen, finden wir euch in der alten Residenz? Als Reichsgroßgeheimrat werdet ihr mich dort finden. Oder auch überall anders. Die KGA-Registratur werde ich wohl nicht mehr benutzen. Ich werde zumindest erstmal nicht nach Perikum zurückkehren. Dort werde ich nicht gebraucht. Sucht mich in der alten Residenz. Sehr wohl, erlaucht. Ich verbeuge mich nur tief. Wir gehen zu. Ja, während ihr dann noch auf dem Gang herumsteht, könnt ihr auch sehen, dass sich ein weiteres Mal die Tür öffnet und Melvin Störreband gemeinsam mit Rakala von Horsen-Rabenmund aus dem Raum heraustreten, wohl in ein Gespräch vertieft. Melvin bleibt dann allerdings kurz vor euch stehen. Dieser Dämon scheint kaum bezwingbar. Das Vorbild Gerendors lehrt uns jedoch, dass es mit Hesindes Beistand möglich ist. Noch seid ihr für die Antwort nicht bereit, meine Freunde. Und wenn ihr dereinst bereit seid, dann werdet ihr die Antwort nicht mehr benötigen. Verbeugt er sich einmal mit seinem Runen- und Sterngewand und tritt dann ab. Was auch immer das bedeuten mag. Magier. Kein klares Wort. Es wird sich zur Zeit klären. Wie immer bei solchen Rätseln. Und doch, es scheint mir, ihr habt mir noch sehr viel zu erzählen, was im letzten Jahr alles geschehen ist. Ich habe einiges verpasst, wie es aussieht. Und ihr müsst nicht unbedingt alles wissen. Es gibt Dinge, nach denen fragt man besser nicht. Lasst uns zurückgehen. Ich habe es euch doch gesagt. Ich habe gesagt, es kann sich noch um Tage handeln, bis Angenbruch wieder kommt und irgendetwas von uns will. Pah, Turnier, Orden, einmal in Ruhe nach Gareth kommen. War ja auch zu schön gewesen. Und wer ist dieser Angenbruch, von dem ihr die ganze Zeit redet? Von dem sprechen sie ständig. Kümmert euch nicht darum. Ja, nicht wahr? Sollte meinen, dass ihr erneut ein Geheimnis habt, das ihr nicht aussprechen sollt und ständig herausposaunt. Vielleicht sollten wir uns bei einem Glas Wein bei mir unterhalten. Ah, Wespe! Was war das? Wow. Ja, Lan, beruhigt euch doch. Es ist nur eine schwere Rüstung. Genau. Vielleicht sollten wir mal ein Glas Wein weitere Entscheidungen treffen. Glaubt ihr, Frau Putz hat sich schon wieder abreagiert? Ich will das hoffen. Ja, privat zu sprechen ist doch gut. Es wäre doch eine Schande, wenn wir erneut jemanden so wie Ömer zwangsrekrutieren müssen. Nun, wir haben getan, zwangsrekrutiert? Wir haben getan, was wir tun mussten. Er wusste zu viel. Ja, damals bin ich zwangsrekrutiert worden. In Kuntium vor 2 Jahren. Der guten Zeiten. Das nennt man auch Perikoma anheuern. Die Flotte tut das ständig. Lasst uns das erstmal hinsetzen. Aber eure Sicherheitsvorkehrung war so schlecht, dass ich hätte jederzeit fliehen können, aber immer schön in den Kopf. Schon okay. Nun, wir haben dich gesehen und dir vertraut. Du bist schließlich ein vertrauenswürdiger Mensch. Und würdest uns ja niemals so verraten. Nein, darum geht's nicht, sondern um die Fluchtmöglichkeit. Und ja, lass uns lieber auch überreden, wie wir irgendwelche einfachen Leute und Adligen gesagt bekommen, dass sie ihr Haus und ihre Burg verlassen müssen, denn ich befürchte ja, das wird so richtig unschön. Wir werden Ihnen sehr genau erklären, was die Alternative ist. Nämlich, dass Rassasor und seine Schergen kommen, sie abstechen und ihre entweihten Leichname anschließend trotzdem bis nach Wehrheim nehmen.
Ja, 20.000 Untote sind ein sehr gutes Argument. Die einzige Wahl, die diese Leute haben, ist, wie sie in Wehrmann kommen möchten. Lebendig oder tot. Wir dürfen nicht zu viele töten, denn wenn wir Leute töten, müssten wir ihre... Also, wir kämpfen auch gegen Leute, die mit Untotenerhebung arbeiten. Das heißt, jede Leiche, die wir liegen lassen, ist vielleicht ein neuer Kämpfer gegen Wehrmann. Ach, wer spricht denn davon, dass wir überhaupt jemanden töten? Was ist denn das für ein Gerede? Natürlich nicht, sie werden unseren Worten Folge leisten. Wir haben schließlich die Legitimation. Wie es die Magistra sagt, der Herzog... Verzeiht, der Marschall hat ja schließlich explizit keine zivilen Opfer gewünscht. Oh Gott. Ja, ja, natürlich, das ist gut, dass wir keine zivilen Opfer haben. Ich meine einfach nur, dass das schwer wird, den Leuten das klar zu machen. Wie ist dieses Schmiermittel, von dem ihr in Kunchau immer spricht? Bakschisch? Ja, Bakschisch ist super. Jetzt greifen wir wohl auf eben solches zurück. Um Leuten aus einer Burg zu verteilen? Wollt ihr jetzt sagen, dass wir jetzt nochmal kurz gucken, ob hier im Palast noch irgendwo Gold zu holen ist und das dann mitnehmen, damit wir so genug Geld haben für so viele arme Menschen? Ihr sollt nicht die Leute überzeugen, ihr sollt ihre Herren überzeugen. Die werden den Rest für uns übernehmen. Wir werden uns auf jeden Fall darum kümmern müssen, dass die Leute auf der Reise genügend Versorgung und Verpflegung haben. Das wird viel schwieriger werden. Wir können sie auch einfach treiben. 2 Tage bis nach Wehrheim von der Pforte, oder? Und sie werden wohl mal 2 Tage ohne Brot auskommen. Das sagt ihr. Doch das Problem ist, die Leute, die nicht schnell laufen können oder vielleicht gar nicht laufen können, wir müssen Wagen bereitstellen, um sie zu transportieren. Frau Tombler, Frau Dolmarsch! Immer, Garrosche! Ja, während ihr durch die Straßen gelaufen seid, könnt ihr sehen, wie der kleine Igner auf euch zukommt. Immer, Yalan! Oh, es ist ja schön, dass ihr hier seid! Ihr könnt erkennen, ja, der kleine Igner, immer noch klein, allerdings wohl in neuer Rüstung, hat wohl einen kleinen Umhang umgelegt, ein paar Drachenschuppen und in seiner Hand, beziehungsweise in seinen beiden Händen, über die Schulter gelegt, ein riesiger Speer aus schwarzem Endurium. Das ist ja schön, dass ich euch hier treffe. Mensch, Gareth, die Stadt ist so klein. Ich dachte, ich finde mich hier gar nicht zurecht und dann, man läuft sich hier ständig über den Weg. Was tut ihr denn hier? Wir wohnen hier. Was tust du hier? Ich bin unterwegs für den König. Aromboloch schon das Angam. Der Bergkönig aller Zwerge. Ist er also wirklich in der Stadt? Ja. Ich darf Finsterfang darf ich zu ihm bringen. Die heilige Lanze. Ogdrasch Borok. Oh, 7 Jahre Schmiedewerk. Eine grandiose Lanze. Ich darf sie zu ihm bringen. Und wo hast du denn? Oh, das weiß ich nicht genau. Ich suche ihn die ganze Zeit. Ich laufe hier mit der Lanze durch die Gegend. Bei Angrosch. Ja, Isaron ist ja auch hier. Wie schön, euch zu sehen, Igna. Wie geht es euch? Ja, ich hab mich gut gemacht in dem Jahr. Das Drachentöten scheint euch gut bekommen zu sein. Das kann man nur sagen. Ihr seid kräftiger als je aus. Ja, also, ich hab Torgosch zurück in die Binge gebracht und wir haben lange getrunken auf ihn und haben wir gefeiert und er ist eingezogen bei Fötichen Androsch, da sind sich die Priester sicher. Ja, ich hab die Geschichte erzählt und es war wohl ein großer Drache, nicht nur irgendeiner. Auch wenn das nur ein kleiner Perldrache war, aber ich bin danach nochmal ausgezogen. Ich hab die Welt entdeckt, hab mich so ein bisschen außerhalb der Höhlen erkundigt und hab das Erbe von Torgosch angetreten. Auch wenn ich keine Ausbildung der Drachenkrieger habe, aber mittlerweile hab schon 2 andere Drachen umgebracht. An der anderen Küste. Westwinddrachen. 3 sogar. 2 Stück. Na komm, bringen wir dich zur alten Residenz. Dann wirst du wohl am nächsten deinen König finden. Oh, danke. Ja, kommt ihr doch gerade her, oder? Richtig. Oh, guckt euch mal die Lanze an. Er legt die Lanze so ein bisschen vor sich ab, hält sie dann so schwer, wie sie ist, in seinen starken Händen. Dürft ihr euch einmal ansehen. 9,5 Spann. Mohagoniholz, Handschutz, dreifach verzierte Drachenklinge aus Endurium. Reines Endurium. Immer streicht mal sanft drüber mit den Händen. Sie singt, beeindruckend. Sie singt. Beeindruckend. Recht, recht mal.
Sieben Jahre haben... Ich eine mächtigere Waffe. Sieben Jahre haben unsere hochwürdigen Väterchen unsere Angroschgeweihten daran geschmiedet. Sieben Jahre. Sie ist perfekt. Eigentlich sollte sie im Kampf gegen Borbarat geführt werden, aber der ist jetzt ja tot. Und die läuft hier dir nichts mit einer Endurion-Waffe offen durch Gareth? Wer will mich denn aufhalten? Wer raubt denn schon einen Drachentöter aus? Ich habe Yolkomak überlebt. Nun ja, diese Waffe ist mehr wert als ein ganzes Stadtviertel. Allein das Endurium ist wohl Zehntausende von Dukaten wert. Also richtig. Der Rohwert. Aber erinnert mich nicht daran. Vielleicht sollten wir euch zur Reichsregente begleiten. Zumindest bis zu den Toren. Ich glaube, eigentlich sollte... Das kann eine raue Stadt sein. Ja, das weiß ich. Wir haben euch ja kennengelernt, als ihr verprügelt worden seid. Mit Torgosch. Erinnert ihr euch? Ja. Wirklich, Abelmeer. Ihr habt richtig auf die Schnauze bekommen. Gar nicht gehört. Hätten wir euch nicht gerettet, dann wäre die Reise schon für euch zu Ende gewesen. Und ihr habt nichts draus gelernt. Ihr habt nichts draus gelernt. Naja, ja, aber... Ich wurde nicht mit einer Waffe so rumlaufen, offen. Ja. Du kannst auch sehen, wenn er die Waffe jetzt wieder auf seine Schultern nimmt und an der einen oder anderen Häuserwand entlang streift. Es gibt ein kurzes knarrendes Geräusch und die Häuserwand an der Stelle hat eine dicke, fette Rille. Ohne dass das Endurium beschädigt ist, allerdings viele Streifen, die dann da über den Stein gezogen sind. Ihr solltet das vorsichtiger sein. Ja, der Lanze passiert nichts. Ich meinte auch nicht die Lanze. Ja, ihr Magier seid auch ein bisschen einfältig, oder? Drachenmagier. Oh, ich weiß noch, wie ich über euch gefluchte. Erinnert euch doch daran, die Menschen bauen nicht so stabil wie die Zwerge. Ja, kann man es wenigstens danach neu bauen, wenn die Häuser eingestürzt sind. Hey. Kommt, wir bringen euch zur Residenz. Wie gesagt, die Lanze sollte eigentlich gar nicht für Arombolo scheinen, aber er will sie übergeben. Eigentlich sollte die wohl für Brin sein, aber ich glaube, der lebt ja nicht mehr, ne? Zumindest wenn ihr richtig aufgepasst habt. Tut er nicht, nein. Ja. Ihr seid ja auch so kurzlebig. Ständig sterbt ihr. Vielleicht sollt ihr etwas diplomatischer vorgehen. Boah. Nun, zum Glück sind solche Waffen für die Ewigkeit geschaffen. Ihr habt euch verprügeln lassen, Abelmir? Wovon habt ihr mir noch gar nichts erzählt? Ja, das ist deine Geschichte. Das ist deine Geschichte, die ihr uns ebenfalls vorenthalten habt. Nee, nicht. Reden wir nicht mehr davon. Reden wir lieber davon, als ihr gerade eben verprügelt wurdet, genau. Kommt jetzt, Inga, das musst du dir anhören. Hoschere Woche. Ja, ihr könnt dann ein paar weitere Geschichten austauschen. Und Igna in Sicherheit, ohne dass was passiert, die paar Meter, wirklich viel seid ihr nicht gekommen, zum Bürgerplatz bringen. Und dann verschwindet er in der alten Residenz mit weiteren schleifenden Geräusch. Das schmiedeeiserne Tor von der alten Residenz leidet dann auch ein bisschen. Ihm ist das egal, die Lanze geht da nicht kaputt.